Jo, hallo Freunde. Ich begrüße euch einmal wieder bei einem neuen Vorstellungsvideo und ich würde einen neuen Kocher vorstellen. Und da ich den Ganzen eigentlich umsonst gekriegt habe, muss ich das ganze Video natürlich als Werbevideo kennzeichnen und das werde ich auch machen. Ja, was habe ich da? Vielleicht habt ihr schon andere Videos gesehen. Das ist dieser Ultralight-Kocher, dieser X-Boil. Der liebe Leo war so nett und hat mir einen zugeschickt auch und wie mehrere andere auch gekriegt haben. Und ich möchte euch das da jetzt einmal ein bisschen näher vorstellen. Ich habe ihn schon offen gehabt, ich wollte euch nur sagen, der kommt in einer schönen Verpackung, schön angeschrieben. Da steht auch drauf FS 90 bis 100. Da gibt es drei verschiedene Größen, also ich glaube 75 bis 80, dann der 90 bis 100, dann glaube ich der 105 bis 115 und ich glaube es sind sogar noch zwei in Planung, was er jetzt vorhat, noch größere für so 1,4 oder 1,6 Liter Töpfe. Im Endeffekt muss ich auch gleich einmal dazu sagen, das ist eigentlich ein Kocher für den Ultraleichtbedarf. Und daher braucht man nicht glauben, dass man auf den Kocher ein Schnitzel oder was machen kann. Dazu ist er absolut nicht geeignet. Also der ist zum Wasser erwärmen, einen Kaffee drauf machen. Das sind einmal seine Hauptkriterien. Und im Ultralight-Bereich wird man sich ja keinen Schnitzel draus kochen oder so. Ist ja wohl logisch, oder? Ich würde euch da jetzt einmal sagen, was da alles dabei ist. Ich werde die Kamera dann sowieso noch näher halten. Das ist dieser Kocher quasi. Das ist ein Edelstahl. Und dann haben wir noch einen Brenner dabei, ein kleines Dosel. Und was ich wirklich sehr gut finde, es gibt sogar eine Beschreibung dazu. Ja, das finde ich wirklich sehr gelungen. Dann haben wir in dem Brenner schön einpackt in einen Taschentürkel, sind da drei Topfhalterungen. Und für was wir das brauchen, zeige ich euch gleich jetzt einmal alles näher. So, da haben wir das Teil jetzt. Da haben wir das Dosel und das sind diese drei Halteklammern. Und die gehören jeweils da in die Ausnehmungen rein. Ein Stück, das sind sogenannt unsere Topfhalter. Befüllt sein Dosal entweder mit Brennpaste, Spiritus, wurscht was man will. Ihr habt da eine Ausnehmung und da eine Erhöhung. Wenn sich das zwei zusammentut, dann hält sich das super. Also das verrutscht nicht runter. Das kann man gewöhnlich wo hinstellen und das ist pipi feinst. Ich verwende das Dosel, ich habe es auch schon 4, 5, 6 Mal Verwendung gehabt, das ist nicht neu, also ich dazu esse und der war schon in Verwendung, sonst hätte ich euch das nicht offerieren. Das Dosel stützt her, es stützt eigentlich das drauf, dann nehmt ihr euch ein Boot und stützt den Boot drauf und das könnt ihr in aller Ruhe schön kochen. Das Dosel habt ihr schon in Videos gesehen, verwendet normal mit Brenngel, nehme ich gern. Man kann es aber auch mit Spiritus, alles Mögliche. Sollte man es Speed verwenden, dann wäre es zu empfehlen, der Untergrund bei Speed wird extrem heiß. Also beim Brennspiritus oder Brenngel, da geht die Hitze nach oben, aber so ein Speed geht die Hitze auch nach unten. Dann kann man eigentlich das Dosel schön hergeben, stellt das drauf, den Deckel, legt da sein Essbit rein, stellt es wieder drauf und man kann schon wieder weiterarbeiten. Ist man mit seinem Kochen fertig, nimmt man seine drei Topfhalter, schmeißt die da rein, macht das Dosel zu, damit man es auch nicht verliert. Dann kann man den auseinanderhageln und man hat ein schönes flaches Teil. Gut, bei den Teil will ich auch noch was dazu sagen. Jetzt habt ihr da eine runde Ausnehmung mit Schlitz
und jetzt habt ihr da die Gegenstickeln. Zusammenbauen, einfach zusammenstecken und bitte zieht es zurück. Ja? Also nicht da irgendwo da fallen lassen, dann kann es sein, dass der aufspringt. Seht ihr? Also wirklich einstecken und anzahlen, dann ist der auch super verriegelt. Sieht man auch, dass das Loch fast komplett angedeckt ist. Ja, und der Vorteil natürlich, wenn das Ganze zerlegt ist, geht man her, nimmt seinen Topf, rollt den klein zusammen, steckt den da rein, haut sein Brenner mit den Topferflammen rein, macht sein Deckel drauf und es ist fertig. Ja, wenn man da jetzt da was kocht oder so und den Brenner dann, also eigentlich den Windschutz wegnehmen will, hat da der Leo ein schönes Ding gesagt, er hat eigentlich schon ein Jahr sein Brenner in Verwendung, also das ist nichts Neues für ihn. Der hat da diesen Klapplöffel, fährt da einer und kann ihm so wunderschön anheben. Also das ist, ich finde die Lösung ist genial geworden. Man verbrennt sie nicht und man kann das schön hin und her heben und diese drei Topfhalter fallen nicht runter. Was ich noch sagen wollte, ihr seht, wir haben eigentlich nur auf einer Hälfte diese Löcher, auf der anderen Hälfte ist er eigentlich zu. Das heißt, wir sind komplett windgeschützt. Wenn also der Wind jetzt von hinten kommen würde, der den natürlich nicht mit den Löchern hinstellen, sondern genau umgekehrt. So ist das Ganze wunderbar windgeschützt. Dadurch, dass der Topf auch hier von unten steht, stellen wir nochmal drauf schnell, kann auch den an Flammen nichts anhaben. Ihr seht, die Flammen sind komplett geschützt. Nicht so wie bei einem Hobo oder bei sonst was, bei einem anderen Kocher, wo die Flammen eigentlich dem Wind ausgesetzt sind. Da passiert gar nichts, weil die Flammen eigentlich direkt auf dem Topf ankommen. Und der ist komplett geschützt. Dafür ist der auch so effektiv und brennt auch verdammt schnell. Ja, was gibt es noch dazu zum sagen? Ich habe jetzt das Set, den 90 bis 100, weil ich mit einem 750 ml Topf verwende. Der passt da wunderbar drauf. Es braucht sich aber keine Angst machen haben. Da passt einmal 450 ml Tassen aus. Also alles kein Problem. Ja, und dann haben manche noch in einem Video die Suche gehabt, was ist, wenn man so eine Topfauflage verliert, weil wenn man die unterwegs so verliert, ist man aufgehauen. Ne? Was macht man dann? Es sind nicht mehr zwei da. Ist auch kein Problem. Selbst wenn nur zwei da sind, die dritte wird es weggenommen. Ja? Dann nehmt sich euch einen Topf, die zwei Topfauflagen habe ich da, und stützt den Topf so rein, dann steht der Henkel da herum an und es kann immer noch nichts passieren. Er steht vielleicht nicht hundertprozentig gerade, das könnt ihr natürlich auch so stellen, dass der Henkel eigentlich auf der Oberkante aussteht, dann steht der eigentlich immer noch super gerade da gibt es überhaupt kein Problem. Und das Ganze funktioniert auch mit den 450er. Ich stütze ganz einfach den da drauf und der stützt sich da wunderbar auf der Ausnehmung. Da kann gar nichts passieren, der kann nicht kippen, das hält, das ist pipifeins durchdacht. Ja, und auch bei den 90 bis 100er, was ich habe, das ist der mittlere und der ist eigentlich für meiner Meinung nach der optimalste. Es passt auch die Tatonka-Tassen drauf und ebenso unser heißgeliebter Emailbecher, was viele verwenden. Ich blende euch da jetzt einmal Büdel ein, weil ich habe die jetzt nicht mitgenommen. Ja, Freunde, und so sollten euch wirklich einmal zwei in Verlust gegangen sein, oder wirklich alle drei, dann geht es ganz einfach her. Nehmt euch zwei rohe, frische, stehen sicher Kleinigkeiten nochmal da um. Und ich glaube, die zwei, wenn man sich die anschneidet, wird die Natur verzeihen. Also da passiert schon viel mehr. Und legt die eigentlich so ein bisschen über das Kreuz da drüber. Ich halte es nämlich schnell ein bisschen in die Kamera. Sieht man das so? Legt es so drüber. Ihr seid dann fast
mit dem Abschluss. Also die Flammen werden vielleicht ein bisschen mehr anhaben können, wie wenn der Topf weiter unten ist, das ist klar. Aber es habt ihr auf alle Fälle einen Ersatz und das braucht ihr nicht extra die Tour abbrechen, weil ihr so eine Topfauflage verloren habt. Somit habe ich euch die Tour eigentlich gerettet, oder? Ja, wie gesagt, da passen auch kleinere dann drauf. Ne? Man stellt es halt nicht da hinten, sondern eben da vorne, wie es über das Gerät sind, für das Wasser, was euch aufwärmt oder sonstiges, für Trecker nicht. Für so eine Fixfertignahrung oder für einen Kaffee geht das sicher. Aber wie gesagt, das sind halt nur Notlösungen. Aber man braucht nicht unbedingt, wenn man eins verloren hat, gleich am Hilfeschein. Ja, dann würde ich auch noch was zu dem Gewicht sagen von diesen Teilen da. Und zwar, der 90 bis 100 hat 75 Gramm inklusive einen Taschengürtel, wo die eingewickelt waren. Und da wickel ich sowieso auch wieder ein. Wer ist, wie ist, wenn ich was nicht will, ist es das, wenn ich unterwegs bin. Und von daher finde ich das Gewicht ist wirklich perfekt. Zeige euch noch einmal, also das Ganze beim Zling einfach zusammenschieben, dann gingen die auseinander. Ein bisschen zusammenrollen, passt ja wunderbar da rein. Und selbst wenn ihr mit einem kleineren mitnehmen wollt, der passt da in den 450 rein. Einfach enger zusammenrollen, da kann nicht viel passieren. Steckt es rein, das Dosel passt da rein. Und ihr seid komplett fertig, wenn ihr nicht mehr mitnehmen wollt. Ich habe da zum Beispiel noch so kleine Doseln, so Flascheln. Das eine habe ich mit Bioethanol, das andere mit Brenngel. Aber die, was meine Videos verfolgen, die sehen sowieso. Im Augenblick stehe ich sehr auf das Brenngel. Ja, Freunde, das war es an und für sich. Ja, eine Kleinigkeit, was ich noch erwähnen wollte. Ich werde mal versuchen, ob man da irgendwie mit denen als Hobo verwenden kann. Dabei ist mir noch nichts eingefallen, weil man keine Öffnung hat zum Nachfüllen. Ja, vielleicht fällt mir noch was ein, vielleicht aber auch nicht, weil als Hobo ist eigentlich nicht gedacht. Aber schauen wir mal, wenn die kleinen Grauenzellen arbeiten. Ich denke, ich habe alles dazu gesagt. Wie gesagt, ich habe schon ein paar Mal im Einsatz gehabt. Der wird auch weiterhin im Einsatz sein. Es braucht sich jetzt keine Sorgen machen, weil jetzt nach dem Video, wenn es fertig ist, gibt es natürlich gleich mal einen Kaffee, also das muss eh sein. Gut, aber an der Stelle sage ich danke fürs Zuschauen und wer den will, ich werde den Link unten einblenden, wo man kaufen kann. Und in dem Sinn sage ich mal danke und pfiat Gott.